Eine gut gefüllte Aufgebrauchbox. Box, Kiste, Beutel. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hallo Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich in diese kleine Welt verirrt hast. Hallo Sammy, du hast gerade mich durcheinander gebracht. Hi! Also, wir freuen uns sehr, dass du dich hier verirrt hast. Wir meine ich Sammy, Yoshi ist auch da unten. Den hört ihr bestimmt irgendwann noch. Wenn du neu hier bist, hi, ich bin Sassi. Ich mache hier Videos rund ums Thema Make-up, Beauty-Boxen, Kosmetik, Holz. Und wenn dir das gefällt, lass gerne ein Abo da, damit wir hier weiter stetig wachsen und du kein Video mehr von mir verpasst. Ich habe heute für euch wieder mal, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, eine gut gefüllte Aufgebrauchbox. Box, Kiste, Beutel. Naja, ihr wisst, was ich meine. In meiner kleinen Reihe aufgebraucht und ausgedient zeige ich euch, was ich diesen Monat Kosmetik, Haushaltssachen aufgebraucht habe. Ich bin aber auch gerade am stetigen Aussortieren, weil sich einfach über das letzte Jahr, wo ich jetzt hier YouTube mache, so viel angesammelt hat. Also eigentlich mache ich schon knapp anderthalb Jahre YouTube. Ja, sind bald anderthalb. Ja, und es hat sich viel angesammelt. Es kommt immer monatliches Neues dazu. Und deswegen bin ich immer fleißig am Durchtesten und Aussortieren. Und dementsprechend ist auch hier einiges dabei. Das Gute ist, ich habe diesmal ein bisschen vorsortiert, denn ich habe... Die Tüten sind von Shein. Die habe ich vor 4 Jahren bestellt. Vor 5 Jahren? 5 Jahren? Wir sind im Jahr 23. Vor 5 Jahren bestellt. Ja, nur das als Info. Das sind ganz alte Tüten, aber die sind praktisch. Die kann man aufheben, weil, weil das Silberbeutel sind. Ich habe nämlich eine reine Kosmetik, also dekorative Kosmetiktüte. Dann habe ich das Ganze nochmal in fliegender Kosmetik. Und der Rest, der hier so drin ist, ist Haushalt, Food und Co. Und ich zeige euch jetzt, was hier so drin ist. Erzähle euch was zu den Produkten. Hier sind viele Sachen aus den Beautyboxen dabei, die ich persönlich eben habe und euch hier auch monatlich zeige. Natürlich aber auch so allgemeine Haushaltssachen. Nicht alles davon seht ihr immer hier auf dem Kanal, quasi als Unboxing. Vieles zeige ich euch, wenn auch ab und an mal beim Thema Instagram. So, wir fangen mit der Kategorie Haushalt und Food an. Und ich starte mal mit was Medizinischem. Ich hatte das euch bei Instagram auf jeden Fall gezeigt, und zwar mein Omnibiotik. Ich habe letztes Jahr ja eine große Zahn-OP gehabt, nachdem ich Corona hatte. Ich musste sehr hochdosiert Antibiotika nehmen, habe sowieso schon eher empfindlichen Magen und es wurde nicht besser. Und ich habe meine Apothekerin des Vertrauens gefragt, ich habe kurz eine Freundin, die das ist, und die meinte, Sassi, du musst eine Omnibiotik-Kur machen und die muss mindestens 4 Wochen gehen. Ich bin mit Omnibiotik 10 gestartet, das ist so eine, auch wie so eine Papppappung, aber da sind einzelne Sachets drin, die man einfach im Wasser anrührt, schmeckt wie sehr wässrige Milch, und habe dann, das ging 10 Tage, und habe dann wirklich bis zum Packungsende jetzt Omnibiotik 6 genommen. Das ist auch dafür gedacht, dass man das länger nehmen kann. Das Omnibiotik 6 ist in so einer, ja, in so einem Glasdingsi, einem Glasfläschchen. Und dazu kam dann halt noch so ein kleiner Löffel. Und so einen Löffel sollte man dann reinmachen. Ich habe es auf quasi Empfehlung meiner Freundin so gemacht, dass ich das immer abends vorm Schlafengehen genommen habe. Auf der Packung steht, man soll das theoretisch vorm Essen nehmen. Sie hat mir das aber tatsächlich eben so empfohlen, weil sie gesagt hat, dann können über Nacht halt einfach die Sachen ruhig arbeiten. Du hast dann quasi kein Essen mehr da, was das stört. Und ich habe das genommen und ich habe schon nach 2-3 Wochen wirklich eine deutliche Besserung gemerkt. Und ich habe es jetzt, glaube ich, insgesamt mit dem Omnibiotik 10 fast 2 Monate genommen. Game Changer über alles. Hat wirklich mein Leben wieder sehr viel Qualität zurückgebracht. Und ja, ich werde mir jetzt noch, es gibt, glaube ich, noch eine Omnibiotik Stress, glaube ich, heißt das, holen. Dass, wenn ich mal merke, irgendwie mein Magen braucht gerade ein bisschen Unterstützung, weil doch vielleicht mal irgendwas ausgeglichen ist, ich das dann nehmen kann. Aber das ist nicht ganz günstig, muss ich dazu auch sagen. Also ich glaube, die Packung hat 30, 40 Euro gekostet. Ich habe davon aber auch lange was gehabt. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Wenn ihr dahingehend Probleme habt, sprecht bitte mit eurem Arzt darüber oder eurer Apothekerin. Aber für mich war das der Hammer. Ich habe absolutes Flop-Produkt. Ich hatte mich richtig drauf gefreut. Habe ich bei Edeka geholt.
Ich hatte eine andere Sorte, die war okay, aber diese Sorte kann ich euch nicht empfehlen. Und eine Freundin von mir hat die gleiche Erfahrung gemacht. Und zwar von Edeka Bio Breakfast Topper Bio Früchtemischung Pfirsich, Ananas, Mango und Erdbeeren, tiefgefroren. Und die sind halt schon so ein kleines Stückchen. Und ich dachte, perfekt für meinen Porridge und so weiter. Mein Porridge hat nach Plastik geschmeckt, dank dieser Teile. Und ich dachte, okay, vielleicht war es nur einmal, ich probiere es mal aus. Auch das zweite Mal hat es nach Plastik geschmeckt. Ich habe es dann weggeschmissen, den Rest, weil ich mich wirklich geärgert habe, weil ich es nicht, ich konnte wirklich mein Porridge nicht essen. Es hat so widerlich geschmeckt. Und ich benutze Chunky in meinem Porridge, um einen Geschmack reinzukriegen. Und die haben das geschafft, diesen Geschmack zu überdecken. Ich weiß nicht, welche der vier Früchte dafür gesorgt hat, dass das so nach Plastik schmeckt, aber es war wirklich widerlich. So, was für mich auch nicht so funktioniert hat, weil es mir leider einfach überhaupt nicht schmeckt, ist der Messner Maracuja und Peach exotische Mischung, ich kann nicht reden. Exotisch fruchtig, Hula Mexico. Ich glaube, den habe ich von meiner Schwester bekommen zum Nikolaus. Der schmeckt komisch. Ich muss es euch leider so sagen, wie es ist. Hier sind unter anderem Zikori-Wurzeln geröstet. Ich glaube, die haben auf jeden Fall was damit gemacht. Und geröstetes Johannesbrot. Es hat halt seltsam geschmeckt. Ich schmeiße das nicht weg, weil es sind wirklich noch viele drin. Den nehme ich mit in die Schule. Das ist das Praktische. Kommt auf einen separaten Stapel, geht mit in die Schule. Und zwar habe ich einmal den Panda-Tee Night Cleanse. Der war in einer Blessing-Box, glaube ich, mal drin. Oder in irgendeinem Adventskalender. Vielleicht auch in meinem Box-Adventskalender. Habe ich auch wirklich abends getrunken. War lecker, war jetzt halt ein Ding. Keine Ahnung, ob das gut ist. Aber konnte man trinken, war okay. So, und dann habe ich mehrere meiner Messner und Teekanne-Tees aufgebraucht. Von Teekanne habe ich einmal Winterzeit und Sternleuchten aufgebraucht. Die habe ich euch definitiv auch letztes Mal schon gezeigt. Ich habe davon auch noch welche da. Die sind super. Ich glaube, inzwischen gibt es die nicht mehr zu kaufen, weil es ja eigentlich die Winter-Weihnachtstees sind und wir sind im März. Aber ich stehe immer noch total drauf. Und ich habe zweimal Pflaume-Zimt von Messner aufgebraucht. Auch die sind super, super lecker. Ja. Ich brauche jetzt gerade meinen Weihnachtsvorrat auf. Bleiben wir mal bei Getränken. Ich habe einmal aufgebraucht den More Nutrition Zero Pfirsich-Hibiskus-Eistee. Mega lecker. Gibt es gerade, glaube ich, nicht. Den müssen sie erstmal wieder nachproduzieren. Super, super lecker. Der kann bitte ins Standardsortiment einziehen. Ihr seht hier unten noch so ein bisschen was ja immer festklebt. Ist wirklich, ihr braucht ganz, ganz wenig. Also ich glaube, der hat für den ganzen Monat quasi gereicht. Der ist jetzt auch erst zum Ende hin alle geworden. Sehr, sehr lecker. Dagegen ist das Ding wie More auf Wish bestellt. Den Chupa Chups Sirup, Lolly Drops Orange. Ich habe den geholt, weil ich bei Kim Lian gesehen hatte, die hatte den da und fand den ganz toll. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, was ihr darin gut findet, der schmeckt so widerlich. Und entweder schmeckt er nach gar nichts oder du machst halt so viel rein, dass du den Geschmack hast, aber dann schmeckt er komisch. Also nee, bah. So, dann gehen wir mal über zum Thema Chunky. Ich benutze Chunky Flavors, das ist von More Nutrition, das sind Pulver, die könnt ihr euch in euren Joghurt, Quark, Porridge und so weiter reinmachen, um ein bisschen zu süßen und auch Geschmack reinzukriegen. Und ich habe einmal eine Probe aufgebraucht, nämlich Blueberry Cheesecake. Habe ich hier nichts mehr als das hier da. War okay. Ich glaube, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, war in Ordnung. Und gebrannte Mandeln war auch Kategorie okay. Ich glaube, da hätte ich das Porridge noch mehr auf die gebrannten Mandeln abstimmen müssen. Habe ich nicht gemacht. Es war okay, es hat gerade zur Weihnachtszeit war das wirklich ein cooler Geschmack. So nach der Weihnachtszeit habe ich es irgendwann dann ein bisschen satt gehabt. Jetzt ist es alle. Ich habe noch einen Tee aufgebraucht, seht ihr? Naja, und passend dazu auch noch was anderes. Von Three of Tea habe ich den Garden Blossom, nämlich den Pfefferminztee, aufgebraucht. Ja, der ist lecker, keine Frage. Tut's auch der deutlich günstigere aus dem Supermarkt? Ja, definitiv. Dann, ich benutze ja immer schwarzen losen Tee morgens zum, oder das war ja auch gerade loser Tee. Und dann immer die Teefilter, die sind von Rossmann in dem Fall. Genau, die kleine Größe für meine halben Liter Tassen. Und ich habe auch noch eine Größe, wenn ich eine Kanne mache. Also die L-Größe ist das dann, glaube ich. Ja, sind super. So, ich habe außerdem noch den Curry Ketchup aufgebraucht. Der ist so gut. Der ist von GUT7 und das ist wirklich der beste Low-Calorie Curry Ketchup. Der hat auf 100 Gramm hat er nur 30 Kalorien. Brauche nicht drüber reden, ne? Und der schmeckt auch gut. Also es ist wirklich, manchmal hat man ja dann, dass diese Soßen nicht so gut schmecken. Ich habe ein paar Chips-Sachen ausprobiert, beziehungsweise alle gemacht. Auch einiges davon hatten wir in Polen tatsächlich gut. Ich glaube, alle drei sind aus Polen. Ja, und zwar einmal, denn ich war ja im Februar in
Polen gewesen. Das werde ich dir gleich noch an einer anderen Stelle merken. Von NA, Nature Addicts, Rice Crackers. Und ich glaube, die müsste es auch in Deutschland zu kaufen geben, weil das ist ja der polnische Rossmann gewesen. Und ganz viele Marken davon kann man auf jeden Fall auch in Deutschland kaufen. Das sieht nach einer eher polnischen Marke aus, Lubella. Genau, das waren so eine Steinchen. Also da hinten sieht man die, da. Waren auch super lecker, also waren alle drei echt gut. Und Lentilchips von Eat Real, Tomate und Basilikum, war auch sehr, sehr lecker. Die haben wir uns abends immer während eines Filmchens dann gegönnt. So, was ich mir auch gegönnt habe, sind Riegel. Ich habe jetzt nicht alle aufgehoben, sondern einfach nur exemplarisch, um euch ein Feedback zu geben, weil, ja, ich habe davon mehr gegessen. Den Fudge Brownie Riegel von ESN, das sind alles ESN-Riegel, was ich euch jetzt als nächstes zeige, fand ich ganz gut. Weiß ich noch nicht, ob ich mir den nachkaufen würde, weil so richtig überzeugt hat er mich nicht, war aber nicht schlecht. Was ich mir definitiv immer wieder nachgucke, ist der, nachhole, ist der Coconut Riegel in der großen Version, also die 21 Gramm Version. Der hat außen weiße Schokolade und der schmeckt wirklich wie so ein, wie heißt das? Dieser Riegel mit Kokosnuss. Alle wissen es gerade, ich schreibe es euch gerade hin, aber der schmeckt wie eine gesunde Variante davon. Es ist kein Dupe in dem Sinne, es ist nicht eins und das gleiche, aber es ist die gesunde Variante davon. Und die deutlich, also deutlich gesündere, es ist halt immer noch Süßkram. Peanut Caramel hatte ich, glaube ich, im Adventskalender. Ich merke halt, das ist nicht meine Sorte, ne? Aber wer diese Kombi mag, wird, glaube ich, den richtig, richtig doll lieben. Der war sehr gut für Leute, die das mögen. Dann habe ich ein Nut Butter Ball oder drei faktisch gesehen in einer Packung. Also die Nut Butter Balls von meinem Müsli in der Sorte Almond aufgebraucht. Die sind super, ne? Die hole ich mir auch immer so gerne wieder. Inzwischen hat der Edeka, der Große, bei mir in der Nähe auch welche. Die sind super und da ist ihr die Packung und dann seid ihr für die nächsten 5 Stunden satt. Was ich mir auch in Polen geholt habe, weil ich die noch nie bei uns gesehen habe. Ich liebe Skittles, das wisst ihr, wenn ihr meinen letzten Haul gesehen habt. Der müsste schon gekommen sein. Ich hole bei Action meistens immer Skittles. Und hier hatten sie die gelben. Die sahen so aus und die waren echt lecker. Die waren, was waren da, das crazige, genau, Fruit und Joghurt Flavor quasi. Das hat richtig gut geschmeckt. Das war mal so eine andere Sorte von Skittles. War echt cool. Dann habe ich auch wieder einen More Clear aufgebraucht. Das ist eine, also schmeckt wie so eine Eistee-Limonade. Und damit könnt ihr super euren Eiweißgehalt ja, stillen. Denn eine Portion, das sind 30 Gramm in 500 Milliliter Wasser, hat 99 Kalorien und ihr kriegt damit 24 Gramm Eiweiß. Und es schmeckt doch einfach gut. Was ich auch aufgebraucht habe, weil das mache ich morgens immer in mein Müsli rein, in mein Porridge rein, um da auch ein bisschen ja, Proteine noch zusätzlich reinzukriegen, ist das Total Protein von More Nutrition, das andere war auch von More Nutrition, habt ihr ja gesehen, in der Sorte Himbeerjoghurt. Ich glaube, das war noch meine erste Sorte, die würde ich mir aber wieder kaufen. Die schmeckt auch lecker im Shake, so mit, also die habe ich tatsächlich als Shake ganz am Anfang, als ich mir das erste Mal geholt habe, benutzt. Inzwischen, wie gesagt, nutze ich sie vielfältig. So, apropos Katze neben mir. Bevor ich euch das jetzt zeige, bitte ich euch, keine Kommentare von wegen, das ist ganz schrecklich und das sollte man nicht kaufen oder das und das und das. Meine Katzen haben ein gutes Leben hier, ja. Und gerade Yoshi hat einen sehr empfindlichen Magen. Ich kann nicht jedes Katzenfutter für ihn kaufen. Da habe ich schon einigen Spaß mit durch. Deswegen hole ich zum Beispiel sehr gerne von Purina One die Sensitive Version. Das ist das Trockenfutter. Die kriegen natürlich auch zweimal täglich Nassfutter. Genau. Und die Packung lag so offen, dass die Katzen sie zerstört haben. In der Hoffnung, dann noch was zu finden. Da war natürlich nichts mehr drin. Es lag einfach nur offen in dem Ding drin. Und ich war dann einen Tag weg und dann sah das so aus. Ich habe Kerzen aufgebraucht. Natürlich habe ich Kerzen aufgebraucht. Und zwar eine ganze Menge. Diesmal gar nicht so viele Teelichter. Ich glaube gar keine. Sondern tatsächlich eher die quasi Gläser. Ich habe zum Geburtstag von einer Kollegin so eine Make-A-Wish-Kerze von DM war die, glaube ich, bekommen. Ich habe die nämlich auch weiter verschenkt. Die ist echt gut abgebrannt, muss man wirklich sagen. Also DM-Kerzen sowieso sind gut. Was mich nicht überzeugt hat, und das war von Living Art. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das DM oder war das Rossmann? Also das ist die Packung dazu. Ich habe die extra mal aufgehoben. Und das ist total lustig. Ich hatte davon 2 Stück. Einmal die schwarze, da habe ich, einmal die rote. Da siehst du jetzt gar nicht die schwarze, wo ist denn die schwarze?
So, einmal die rote und einmal die schwarze. Die sind jetzt beide schwarz drin, denn die schwarze ist super schlecht abgebrannt. Die rote hatten wir in Polen dabei, die haben wir uns abends immer so ein bisschen angemacht. Und die war super. Die war mega gut. Die ist richtig schön abgebrannt. Die schwarze, ich habe es jetzt aufgegeben. Ich musste wirklich abkippen, deswegen sieht das hier auch so aus. Und die brennt einfach nicht schön ab. Aber ganz komisch, es waren beides die gleichen Firmen. Es war beides von Living Art. Und es waren beides die gleiche Art, nur auf unterschiedliche Duftrichtungen. Und die eine ist super abgebrannt und die andere super schlecht. Aber die eine hat auch ganz viel Geruß und die andere nicht. Ganz komisch. So, dann sind jetzt endlich die letzten drei Ava & May Kerzen alle gegangen. Ich bin ehrlich, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also ich habe auch diese große Ava & May Kerze da stehen. Die sind zu klein, um den Duft zu entwickeln, sodass du wirklich ein Gefühl dafür kriegst, wäre diese Duftsorte was für dich. Und ich finde es halt auch schwierig, Duftkerzen online zu kaufen, es sei denn, du weißt schon, wie das riecht. Eigentlich bräuchte ich eine Duftprobe vorher, denn ich habe mich mit der, die ich noch groß da habe, voll in den Nessern gesetzt. Die stinkt. Und ich habe für die, glaube ich, 25 Euro bezahlt. Und dagegen, und die ist, um das jetzt mal so vergleichsweise zu zeigen, ich habe auch von Action mir große Duftkerzen gekauft, also die ich von Ava May habe, ist ähnlich groß. Und ich glaube, die hat vielleicht 7 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr, aber die war vergleichsweise günstig. Die ist natürlich auch nicht so schön abgebrannt, muss man auch sagen. Die habe ich in 2 Farben da. Und die zweite sieht optisch gesehen viel besser aus. Da habe ich aber auch immer mal wieder was rausgekratzt. Also aus der schwarzen habe ich das dann nur teilweise gemacht. Hier hätte ein dritter Duft reingemüsst. Simpel. Das ist manchmal so bei Action das Problem, dass sie bei den großen Kerzen nicht genügend Dochte reinmachen, weil wäre hier ein dritter Docht dran gewesen und es wäre so wie ein Dreieck angeordnet gewesen, dann wäre sie, glaube ich, besser abgebrannt. Bei der habe ich es ganz gut hingekriegt, da musste ich aber immer nachhelfen. Und wie gesagt, hier war ich da zu faul nachzuhelfen, deswegen ist es natürlich ein bisschen schade. An sich sind die echt schön, also die haben auch wirklich schön ausgesehen, wenn sie runtergebrannt sind. Ich denke, ich muss mal gucken, ob ich die eventuell nochmal versuche wieder zu verwenden, weil die sind halt wirklich schön, ne? Dann hatte ich in der Glossy Box Limited Edition zum Valentinstag, war glaube ich Self-Love das Thema, dieses Schätzchen drin. Und ihr seht, ich habe es euch schon in meinem Boxen-Review erzählt, der Docht innen hat sich, ich habe das Ding nicht bewegt, der hat sich einfach verschoben und hat dann echt an der Seite gekokelt, sage ich mal. Ja, sollte man eigentlich auch als Massagekerze und sowas benutzen, würde ich mir nicht nachkaufen. Die letzte Kerze war eine von Yankee Candle. Die ist nicht so ganz optimal am Ende jetzt abgebrannt. Ich glaube, das lag aber daran, dass ich die halt wirklich kurz vor Schluss dann ausgemacht habe. Hallo, du kleine Rabauke. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die kurz vor Schluss, als sie wirklich fast abgebrannt war, ausgemacht habe, weil ich ins Bett gegangen bin. Und dann hat man einfach das Problem, dass, ne, also die muss man dann eigentlich bis zum Ende runterbrennen lassen. Das machen ganz viele Kerzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Geruchstechnisch, ich finde Yankee Candle eigentlich ganz cool, die brennen wirklich lange, kommen aber die Actionkerzen tatsächlich auch ran, aber die brennen in der Regel wirklich sehr gut runter, also das muss man hier wirklich sagen, ne, das Glas an sich sieht ja ansonsten wunderschön aus. Ein Wärmepflaster habe ich diesen Monat aufgebraucht, also gar nicht so viel, ihr wisst ja meine Schulter und so, ne? Es wird langsam, aber es wird. So, 2 Sachen habe ich aussortiert, weil, ja, ist einfach nichts für mich. Und zwar war in der Pink Box, die hatte so Gossip Girl zum Motto, einmal da so ein Aufbügler XOXO, kommt ins Trashy. Genauso wie von Lalalab der Gutschein für 10 Polaroid-Fotos. Ich habe einen Polaroid-Drucker, deswegen nehme ich das nicht in Anspruch. Packe ich beides ins Trashy, freuen sich meine Mädels drüber. Einmal Toilettenpapier von Lidl, aufgebraucht. Muss ich euch jetzt nicht lange erzählen. Ich hole immer das vierlagige. Ein Hygienespüler aufgebraucht. Die benutze ich jetzt schon seit einer ganzen Weile. Unter anderem auch einfach, weil so, dass dieses Schubfach, wo man das reinmacht, das Waschmittel, bleibt sauber. Das wird dann nicht, oft hat man ja so, dass das so eklig wird, wenn ihr das benutzt, nicht. Ja, einmal im Monat zeige ich euch ein Glade Spray. Auch diesen Monat wieder. Ich glaube, letzten Monat hatte ich euch keins gezeigt. Steht bei mir im Flur, das Glade, fürs Katzenklo. Und last but not least, 2 Taschentücher. Einmal so eine, ich glaube, da waren eher Kosmetiktücher drin, die standen am Schminktisch und das war eine Taschentücherbox. Au, nicht ins Auge. Von Aldi und von, ich würde sagen, DM oder Rossmann, ich weiß es nicht. Waren beide gut. Gehen wir jetzt zu dem Teil, den die meisten von euch ein bisschen mehr interessiert, nämlich Beauty. Und wir fangen mit der pflegenden Kosmetik an. Ich habe
diesem Monat, und ich lüge jetzt nicht, es ist wirklich unmenschlich. Ich habe sehr viele Augenpads verbraucht und daran merkt man mal, wie viel Müll diese Teile machen, wenn man die wirklich regelmäßig macht. Ich habe die vor allem, glaube ich, so in den ersten 3 Wochen relativ viel verbraucht. Aus dem in Anführungsstrichen simplen Grund, dass wir in der ersten Woche damit angefangen haben. Das sind auch zum Teil nicht alles meine, denn ich war ja mit anderen Polen und wir haben wirklich jeden Morgen damit gestartet, uns schön erstmal Pads hinzulegen. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Und zwar hatte ich da, das ist das Einzige, was ich ein bisschen positiv sehe, von Kimoko Beauty. Das war so ein Mehrfachpack, deswegen habe ich davon auch 2. Das sind so eine goldenen. Die liegen echt schön auf der Haut. Grundsätzlich, Leute, keine Ahnung, ob das was bringt. Ich habe es tatsächlich als so ein bisschen so ein Ruhe-Entspannungsritual morgens gemacht. Ich habe es auch wirklich jetzt nur die ersten 3 Wochen, glaube ich, im Februar gemacht und habe es in der letzten Woche wieder ein bisschen schleifen lassen. Und irgendwie hatte mir das aber gut getan. Also ich werde es mal versuchen, ab nächster Woche wieder zu integrieren. Ich muss noch den perfekten Moment finden, weil eigentlich müsste man das halt vor der Pflege drauf machen. Ich habe die auch im Kühlschrank, damit das morgens nochmal so ein bisschen abschwellend wirkt. Genau, also die Teile. Dann hatten wir von Effektima, und davon haben wir echt viele. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich die polnische Eigenmarke. Einmal Retinol, das hatte Anne und ich beide. War nett. Es ist alles so, Kategorie war nett. Ich glaube, hier war keins dabei, was richtig durchgefallen ist. Beide hatten wir auch die Wege, also irgendwie Zitrone wahrscheinlich. Und auch nochmal Wege, aber mit Gurke offensichtlich. Und eine Hello Rose, also mit Rose. So, und passend dazu von Schebens auch die Rosenpads. Ich glaube, die habe ich mir aber nicht in Polen gekauft, sondern die hatte ich in der 24-Tim-Box. Kann es sein, dass die daher sind? Ich mag ja die Schemes-Dinger, ne? Braucht man nicht drüber reden. Der Vorteil bei den ganzen Packungen ist, es ist halt Pappe. Da drinnen war natürlich nochmal ein separates Dingsy, wo die drinnen waren. Also Plastik hat man trotzdem. Aber das ist halt alles Pappe. Das kann man halt gut recyceln. So, die nächsten Sachen sind halt nicht mehr so gut recycelbar, weil es ist leider alles dann Plastik. Ich habe von Garnier die Hydra Bomb Augentuchmaske. Und das sind wirklich Tücher. Das finde ich schon wieder gut, weil die eben nicht aus Plastik sind. Das heißt, die sind schon wieder leichter zu recyceln. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, Beauty-Augenpads, ich mache gerade leer, ne? Finde ich auch nicht schlecht. Ja, also, aber ich muss auch sagen, von Balea und von Rossmann sind da die Hydro-G-Augenpads. Die habe ich einmal in der Sorte Hyaluron und Kaktus und Hyaluron-Magnolien-Extrakt und Vitamin E. Ich würde sagen, das sind halt die Dupes davon, ne? Also da braucht ihr euch nicht die teuren Beauty-Masken holen. Und dann hatten wir vom polnischen Isana noch so eine mit Herzchen. Die sah bei Anne auch wirklich niedlich aus. Und dann hatte ich jetzt noch 2. Und zwar einmal auch Wassermelone und einmal Hydro... Also beides auch die Hydro-G-Isana-Variante. Und das eine war, glaube ich, diese Winter-Edition, wozu es auch diese Scent of Harmony und sowas Reihe gab. Und dann eben einmal mit Kaktus und einmal diese Winter Edition. Es macht halt sau viel Müll, ne? Dann hatte ich, die habe ich euch auch schon in meinem Boxen-Review gezeigt, von 111 Skin. Auch hier okay, sehr teuer, genauso wie Beauty Glam. Also, man muss sich keine teuren holen. Wenn man gerne welche hätte, muss man sich keine teuren holen. Das ist so das Fazit, was ich euch auf jeden Fall sagen kann. Was ich leider... Achso, ich hatte von Beauty auch noch die Magic Marine. Ich glaube, die war auch in irgendeiner Box drin. Ich weiß bloß nicht, in welcher. German Sex Topmodel. Boykottiere ich dieses Jahr erstmalig. Ja, was ich leider aussortieren musste, weil ich die wahrscheinlich schon 3 Jahre habe im Kühlschrank. Ich habe sehr lange keine benutzt. Sind die Isana Hydro Booster Augenpads. Die sind nämlich ausgetrocknet. Genau, ich habe hier nämlich noch eine Packung aufgehoben. Das sind nämlich so eine Stoffdinger, was ja an sich wieder gut ist. Aber die sind halt vor uns trocken. Also... Da ist nichts an meinen Fingern. Ich habe die aber auch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Ich habe gerade festgestellt, dass die noch nicht ausgetrocknet sind, obwohl ich dachte, das wären die gleichen. Aber ich sehe gerade, das ist ja auch DM und Balea. Das heißt, die sind auch aus Silikon. Ja, die probiere ich also nachher noch. Warum schmeiße ich die eigentlich weg? Ich bin voll der Vollpfosten. Ja, wir haben 3, also Anne und ich, das ist immer so der... wenn ich wir sage. Ich habe nämlich die Action-Masken mitgenommen aus diesem Wochentag-Set. Das war so Monday, Tuesday und so weiter. Und dann haben wir nämlich die Montags-, Mittwoch- und Sonntagsmaske gemacht. Anne hat, es ist gar nicht so leicht mit Masken. Sie sagt, sie kriegt davon immer sehr schnell Unreinheiten. Deswegen hat sie die mit
Ingwer-Extrakt und Aminosäuren bekommen und die hat ihr echt gut gefallen. Das war auch die einzige, die irgendwie Säuren drin hatte. Ich habe hier sind ja sogar noch sogar 4 Masken. Siehst du? Ich habe hier sogar noch den Freitag. Genau, also die Sunday-Maske war mit Ölen, Macadamia und Jojoba. Dann die Mittwochsmaske war mit Pur, was auch immer das ist, und grüner Tee. Und die Freitagsmaske war mit Litchi, Ginger und Kokosnussextrakt. Ja, haben mir alle sehr gut gefallen. Und irgendeine von denen habe ich tatsächlich auch mal getestet. Hier, ja, die war es, dieser Sunday. Die hat nämlich einen Knick drin. Die sind so reichhaltig, ich habe die wirklich wieder reingepackt. Weil erstmal hier drin war noch sau viel und die Maske selber war nach 20 Minuten immer noch so feuchtigkeitsspendend. Ich habe es dann zugemacht und hier oben einfach eine Klammer drauf gemacht und in den Kühlschrank gelegt. Hallo Sammy. Und Leute, ich habe sie am nächsten Tag nochmal benutzt. Einwandfrei. Was ihr natürlich auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr sowas macht, dass eure Haut wirklich vorher richtig gut gereinigt ist. Sonst könnte sich natürlich was entwickeln. Die Action-Masken, also dieses Wochenset, das würde ich mir wiederholen. Mega gut. Ich würde sagen, die Action-Masken sind ein Dupe von dem, was ich euch jetzt zeige, nämlich die Garnier Skincare-Masken. Die sind so, so toll. Also die, ich habe davon einige da. Ich habe meiner Schwester die letztens empfohlen. Die war, habe ihr quasi gesagt, ja, such mir mal welche raus, weil wir gerade gemeinsam bei Rossmann waren. Ich so, habe ihr einfach alle von Garnier gegeben. Und sie war so, oh, die sind so toll. Habe ich gleich als Feedback bekommen, die sind wirklich toll, aber die kosten halt auch mehr. Die Cleansing Sheet Mask von Pusheen hatte Anne, glaube ich, ausprobiert. Und ich glaube, so niedlich so sie war, umso doof war sie. Also ich glaube, Anne hat da kein gutes Wort fallen lassen. Was ja traurig ist, weil ich habe auch noch Pusheen-Masken da. Aber ich werde sie nochmal ausprobieren, weil Anne und ich haben unterschiedliche Hauttypen. Aber Anne hat sie in dem Moment nicht approved. Was ich approved habe, und das war in der Cosmetic Verlässt Mystery Box im Februar, ich bin schon wieder am überlegen, ob ich mir die für diesen Monat hole, die Coconut Cocoa Butter Face Mask für trockene bis normale Haut. Und die hat mir richtig gut gefallen. Einziger Punkt tatsächlich, die gibt es nicht als Pöttchen. Die könnt ihr nur so kaufen. Und da würde ich mir echt wünschen, dass sie das als Pöttchen anbieten, weil es ist halt dann doch Verschwendung. Beziehungsweise, ich habe mich das letztens schon auch im Video tatsächlich beim Boxen-Review gefragt, ist es wirklich eine Verschwendung, so eine kleinen, dünnen Plastikteile zu haben oder so ein richtiger Pott? Also quasi sowas in groß. Ich meine, wenn es Glas wäre, wäre es ja wieder weniger verschwenderisch. Glas kann man wieder anders recyceln. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Ich habe außerdem die Luxusmaske von Shebens Golden, wie heißt du? Golden Glamour aufgebraucht. So eine Goldmaske. Ja, die war nett. Sowieso, ne? Die Shebens-Masken sind einfach nice. Ist halt einfach so. So, dann gehen wir mal in den Bereich Gesichtspflege weiter rein. Ich fange mal mit Serien und sowas an. Ne, mit Toner fange ich. Ne, mit Abschminken fange ich an. Mit Abschminken. Ich habe mein Abschminköl alle gemacht. Das Isana Pflegendes Reinigungsöl. Pumpkopf ist ähnlich doof wie der von Balea, der so gehypt ist. Geruch finde ich ein Müh besser als den von Balea, würde ich sagen. Toner hatte ich, so ganz klein. Der war in irgendeiner Box drin gewesen. Meine Katze sitzt die ganze Zeit in dieser Tüte hier neben mir, ne? Von Pixi, Glow Tonic. Ja, keine Ahnung, ich habe ihn, glaube ich, 4-mal benutzt. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen. War nett, hat nicht gebrannt, hat nicht irgendwie negativ was gemacht, aber keine Ahnung. Einmal habe ich von Beauty Bay den Skin Hit Hydrating Serum mit Hyaluronsäure und Glykogen aufgebraucht. Das war so ein transparentes Serum. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich, glaube ich, morgens benutzt. I like it. Ich mag Beauty Bay. Ich mag es. Genauso wie ich Dr. Barbour mag. Und immer happy bin, wenn irgendwo Ampullen drin sind. Ich glaube, die sind aus dem Glossybox Adventskalender. Die Retinol-Ampullen. 7 Stück sind hier drin. Mega gut, liebe ich. So, dann kommen wir zum Thema Cremes. Ich hatte eine Estee Lauder Probe von den Revitalizing Supreme Youth Power Soft Cream. Ja, keine Ahnung, war nett auf der Haut, aber es hat halt für eine Anwendung gereicht. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, ob man das nachkaufen sollte. Also nein, kauft es nicht nach, es ist viel zu teuer. Punkt. So, ich habe viele Cremes aufgebraucht. Einmal habe ich von Kodaii die Resveratrol Lift Creme. Ja, war nett. Gehört zur Kategorie Nice to Have. Wenn ich sie im Angebot kriege, würde ich sie mir wahrscheinlich auch nochmal kaufen. Ansonsten ist mir Kodaii Mühe zu teuer. Stark parfümiert. Elemis gehört auch zur Kategorie Nice to Have. Viel zu teuer. Die Pro Collagen Marine Creme Anti-Aging, Anti-Wrinkle.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr reichhaltig. Lieben wir. Viel zu teuer. Was auch preislich an der oberen Grenze ist, aber liebe, liebe, liebe ich. Da habe ich eine gespaltene Beziehung zu. Von Polar, die Creme Neige Eternelle. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Total schön. Die habe ich jetzt aussortiert, weil sie seltsam aussieht. Das war, oh ja, und sie riecht auch seltsam, von Mimi Tika. Das ist auch mein zweites Pöttchen. Ich hatte davon zwei, weil es in der französischen und in der deutschen Blissing-Box drin war. Und das ist quasi das Böckchen aus der deutschen. Das war eine Tagescreme oder eine Nachtcreme, die auch so ein bisschen bräunen sollte oder halt die Haut verfärben sollte. Ich hatte das Problem, dass die bei mir nach ein paar Tagen gelblich wurde. Also der erste Effekt war tatsächlich ganz schön, aber dann so nach zwei, drei Tagen, wenn es sich ja auch wieder abwischt, hatte es so einen gelblichen Unterton hinterlassen, der hat mir persönlich nicht so gefallen. Eine Sonnencreme, die ich echt mag und die ich gerade noch nicht wiederentdeckt habe, von Sundance. Glow Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté, nicht wasserfest. Also damit solltet ihr bitte nicht ins Wasser gehen, weil sonst geht es ins Meer und dann geht es in die Tiere und die Algen und was auch immer. Und das ist schlecht fürs Meer. Deswegen bei nicht wasserfesten bitte nicht für den Strand benutzen, wenn ihr ins Wasser gehen wollt. Genau, aber die hat mir so gut gefallen, weil die erstens super gut einarbeitbar war, schweres Wort, sich gut mit meinem Make-up vertragen hat und einen richtig schönen Glow hinterlassen hat. Also es war wie ein Glowy Primer. Ich hatte jetzt geguckt, weil ich mir jetzt neue geholt habe, weil ich trage jetzt wieder verstärkter Sonnencreme. aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich hoffe, sie kommt wieder, wenn der Sommer kommt. So, dann habe ich noch ein Öl aufgebraucht. Und zwar das Freiöl-Gesichtsöl. Das hat mir persönlich nicht so ganz gut gefallen, weil ich bin beim Thema Gesichtsöl ein totaler Fan, bin mit den NYX-Produkten eingestiegen und die haben sich ohne Probleme am Ende quasi auftragen lassen. Beim Freiöl war das Problem, dass es, wenn ich das über meine Creme, und das ist ja immer so mein Abschlussstep eigentlich, aufgetragen habe, dass die Creme abgerollt hat. Und ich habe es dann teilweise wirklich irgendwie eine halbe Stunde später erst aufgetragen, weil ich dachte, komm, lass die Creme einwirken. Ich habe es leer gemacht, aber werde ich mir nicht nachholen. So, dann habe ich noch zwei, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also das eine ist eine Purifying Cleansing and Detoxifying Paste von Garancia. Habe ich in der Dusche stehen gehabt, habe ich dann gerne mal unter der Dusche nochmal benutzt. Würde ich mir nicht nachkaufen. War komisch, roch komisch. Auch das Aquabella von NYX hatte ich unter der Dusche stehen. Das ist ein Micro Exfoliating Purifier Gel, was man täglich nutzen dürfte. Also so ein bisschen auch an der Grenze zu chemischem Peeling, ich weiß es nicht. Habe ich auch gerne unter der Dusche benutzt. Hatte auch so ganz kleine blaue Körner drin. Oder Körner sind halt Kugeln. Kugeln ist das richtige Wort. Ich weiß gar nicht, ist hier noch so eine drin, dass ich euch das zeigen kann? Oder habt ihr? Ja, doch, da sehe ich noch was. Also war so ein, glaube ich, so ein Mix aus chemischen und mechanischen Peelings. Ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt diese blauen Punkte seht. So ein bisschen sieht man es, glaube ich. Ja, wie gesagt, habe ich immer unter der Dusche benutzt. Was jetzt weggeht, und ich dachte gerade, es ist ausgelaufen, weil es sich so leer anfühlt, aber es ist noch was drin. Das ist ein Rizinusöl. Hatte ich in der Blissing-Box vorletzten Monat. Ich glaube, im Januar war die drin. Benutze ich nicht. Geht ins Trashy. Ich weiß, ganz viele schwören auf Rizinusöl und ja, das ist das Beste überhaupt. Aber für mich ist es nichts. Ich habe mir zum Black Friday eine neue Zahnbürste gekauft. Ich brauchte jetzt mal eine neue neues Bürstchen, habe ich mir jetzt gleich so ein Fünferpack bestellt. Ich war mir nicht sicher, ob ich die sanften oder die harten hatte. Ich habe mir jetzt die sanften nachbestellt. Ich glaube, ich hatte die harten. Aber für mein Zahnfleisch ist es, glaube ich, das sanfte ganz gut. Ich fand irgendwie, da war ich zwiegespalten, irgendwie fand ich ganz cool, dass das in diesen Einzeldingern drin kam. Aber irgendwie ist es halt auch wieder für Müll, ne? Thema Haare und Dusche. Ne, bleiben wir mal am Waschbecken stehen kurz. Ich habe... Das ist so ein bisschen lustig, man könnte denken, das ist das Dupe farblich, aber es ist sogar ein anderes Richards Dupe. Ich habe einmal von Richards, The Richards of Ayurveda, die Handwash aufgebraucht, den Refill hatte ich mir da geholt. Das hole ich mir immer nur so als kleines Schmänkerchen, weil es ist eine sehr, sehr teure Handseife. Es ist alles teuer bei Richards, aber gönne ich mir ab und an. Von The Richards of Mare ist das ein Dupe. Kein hundertprozentiger, denn da ist noch eine andere Duftnote drin. Aber ich würde sagen, zu 90% riecht das wie das Richards of Mare. Ich habe davon noch zwei da. Ich habe eins Anne gegeben, die hat sich tierisch gefreut. Und freut sich immer noch. Das steht bei ihr nämlich im Bad. Ich habe es nämlich gestern gesehen. Ist es mega gut. Ich wünsche mir, dass das mit ins Standardsortiment kommt. Das ist so, so
Gut. Ich habe eine Parfümprobe aufgebraucht, nämlich von Revolution, die Timeless-Probe. Ihr seht eh nichts. Würde ich mir den Duft nicht nachkaufen. Ich habe bis jetzt sowieso noch keinen Revolution-Duft gehabt, der mir gut gefallen hat. Was ich jetzt aussortiert habe, weil es einfach nichts für mich ist und ich weiß, ganz viele finden das toll, aber ich schmeiße es jetzt weg, es ist auch zu lange offen. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, ist mehr als 6 Monate offen. Von Hello Body, The Coco Shine Hydrating Hair Mask. Das ist halt nichts für mich, Leute. Nee. Zeige ich euch auch einmal im Monat. Garnier Fructis, das Trockenshampoo, liebe ich. Empfehle ich euch immer weiter. Einwandfrei. Ich habe von Philip Kingsley den Elasticizer. Das war so ein Deep Conditioning Treatment. Das sollte man, glaube ich, vor der Haarwäsche machen. Genau, vor dem Shampoo. Wie so eine Präkur einwirken lassen. Ich habe keinen Mehrwert gespürt. Also ich muss ja bei dem Olaplex auch so eine Präkur machen. Die 3 ist ja auch eine Präkur. Da spüre ich einen Unterschied, selbst wenn ich mein normales Shampoo danach mache. Mit Olaplex Shampoo spüre ich einen riesigen Unterschied. Hier habe ich nichts gespürt, keine Ahnung. So, und dann habe ich aufgebraucht von Yves Rocher aus dem Adventskalender das Milky Almond Scrub. Ja, Kategorie nice to have. Bin jetzt nicht so der Yves Rocher Mensch, werde ich nicht nachkaufen. Der Duschschaum von Spa Moments war so, so toll. Den hätte ich gerne im Standardsortiment. Das war der Creamy Rose Blossom. Also nur die Öle gehen nicht von der, ne? Also, tatsächlich, Kamera, ja. Eigentlich alle Sachen gehen, nur das Duschöl nicht. Das Duschöl stinkt einfach wie die Pest. Alle anderen Sachen riechen richtig gut von allen Reihen, die ich bis jetzt hatte. Und dann habe ich auch aus der Douglas Home Spa Reihe die Sorte Citalosso, Bergamott und Seesalzminerale. Das war auch vorletzten Jahr, glaube ich, im Adventskalender drin. Ja, ich habe Sachen vom vorletzten Jahr, reden wir nicht drüber. Ich habe eine große Auswahl. Mochte ich auch. Der Duschschaum war, also ist so ein bisschen Richard's Dupe. Ja, also ist so ein sehr, sehr nice. Ist beides, ja, sind so Richard's Dupes. Dann gehen wir jetzt über zum Thema Make-up. Da hat sich einiges angesammelt. Nicht alles ist aufgebraucht. Wie schon gesagt, ich sortiere gerade auch fleißig aus. Ich fange mal mit den Abschminktüchern an. Da habe ich einmal die von Alvira, das ist die Eigenmarke von Action. Habe ich mir auch schon nachgekauft, sind super. Und ich habe jetzt auch die von La Cura, das ist die Eigenmarke von Aldi geholt. Sind auch vollkommen in Ordnung. Ich benutze die nicht zum Abschminken. Also das mache ich nur, wenn irgendwas auf der Haut mal gekrisselt hat, dann gehe ich schnell morgens drüber. In der Regel zum Abschminken benutze ich ein Abschminköl. Sondern die sind immer zum Entfernen von Swatches und sowas. Machen wir mit Primer weiter. Da mussten mich jetzt 2 verlassen. Der eine ist gekippt und zwar ein guter, der von Elemis. Aber das ist mein Problem, deswegen werde ich jetzt anfangen, das ein bisschen zu sortieren und wirklich erstmal die Sachen aufbrauchen, die ich geöffnet habe. Denn der war wahrscheinlich schon ein Jahr offen und der hat so krass auf der Haut gebrannt. Und dann habe ich dran gerochen und dachte, ich glaube, so soll der nicht riechen. Das ist ein richtig toller Primer. Der Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Ich habe ihn noch 2-mal da, so ist nicht. Aber ja, der ist mir gekippt. Was mir einfach keine Freude gemacht hat, deswegen geht es jetzt ins Trashy, ist von Bilenda, Polen. Make-up Academy Glass Skin. Macht halt keine Glass Skin. Ist halt leicht gelig, feuchtigkeitsspendend, geht ins Trashy. Ich habe aussortiert das Catrice HD Matte Powder Foundation Puder. Das hatte ich mir erst ganz neu geholt zum Testen. Ich habe nicht den Hauttyp für eine Puder Foundation, deswegen geht es jetzt weiter. Da wird sich jemand aus meinem Trashy drüber freuen. Aufgebraucht habe ich dieses Produkt nicht. Ich habe aus Versehen mitgenommen und ich habe es jetzt ausprobiert und das ist nicht meins. Geht auch ins Trashy, den Perfect Blend Concealer von M.Asa Magic Finish. Der sieht so aus. Das ist wirklich so ein Stick-Concealer. Ist nichts für mich. Ich glaube, was eher für ölige Haut. Geht deswegen weiter. Aufgebraucht habe ich 2 Contour- bzw. Bronze-Produkte. Und zwar einmal, darüber habe ich euch hier auch schon einen Short abgedreht, ist für mich der beste und günstigste Contour-Stick. Wirklich. Und zwar von Reval Loves Me, also der Eigenmarke von Rossmann. Der Contouring Stick 01 Light, den gibt es leider nur in 2 Farben. Das eine ist immer so eine helle Seite, benutze ich nie. Mir würde diese untere Seite reichen. Und ich meine es ernst, wenn ich sage, ich habe den aufgebraucht.
Ja, liebe ich. Genauso, auch dazu habe ich euch ein Reel abgedreht und es haben ganz wenig Leute gesehen, obwohl das richtig gutes Produkt ist. Den Super Drury Liquid Bronze, das ist so ein Mousse von Revolution, habe ich mir auch schon wieder nachgeholt. Es hat ewig gedauert, jetzt hier die letzten Reste rauszukriegen. Das ist so das Einzige, was ich bemängeln würde. Ansonsten ist das so ein tolles Produkt. Liebe ich. Augenbrauen machen wir weiter. Ne, wir machen mit Blush weiter. Ich hatte einen grünen Blush von Made by Mitchell in der Made by Mitchell Mystery Box. Ja, geht weiter. Ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum der weitergeht. Ich habe einen Augenbrauenstift aussortiert, weil er leider überhaupt nicht meine Farbe ist. Und zwar von der Blade Brow von Real Love Revolution. Ich habe einfach die Farbe Granit, also so ein gräuliches Schwarz geholt, aber so ein ganz helles, das packe ich jetzt ins Trashy. Ich hoffe, einer der Mädels hat Freude daran. Huch. Was ich aber aufgebraucht habe, sind die Augenbrauenstifte, also die Slimmatic quasi. Einmal von Revitus Loves Me und einmal von Catrice. Ich zeige euch die jetzt nur von beiden. Also der von Revitalup, Entschuldigung. Der Super Slim Eyebrow Pen, das ist die Farbe 04 Coffee. Und der Catrice Slimmatic Ultra Precise Waterproof Brow Pencil und das ist die Farbe 020 Medium Brown. Ich habe auch gefühlt alles ab Medium Brown bis Schwarz von dem da. Erstaunlicherweise, obwohl die sehr unterschiedlich im Farb sind, gehen beide, ne? Je nachdem, worauf man Wert legt. Ich glaube, der von Rival de Loop ist ein bisschen günstiger und ich würde auch behaupten, die sind an sich identisch. Dementsprechend würde auch der es tun. Und ich glaube auch, die Farbauswahl ist bei beiden auch sehr ähnlich. Genau, aber die sind leer. Was ich aussortiert habe, ist einmal von Max & More. Das ist kein Augenbrauen-Gel, sondern von dem, also das hat hier so einen Pinsel. Und das ist dieses, von Maybelline gibt es auch diesen Tattoo Brow. Das ist das Dupe dazu. Packe ich ins Trashy, weil benutze halt nicht. Browfix von PS hatte ich auch. Warum auch immer ich einen Browfix von PS hier drin habe. Achso, ist ja Primark, genau. Gefällt mir das Bürstchen nicht, Effekt nicht. Nee, geht auch ins Trashy. Im Bestfall freut sich jemand drüber. Ein Schwämmchen habe ich aussortiert und ich stelle gerade fest, ich brauche neues, weil das große, was ich noch da habe, also das ist ja dieser, ne, diese größeren, ist auch schon sehr gut abgearbeitet. Das heißt, ich muss mal neue Schwämme bestellen. Wir machen weiter mit den Lidschatten. Genau. Zeige ich euch irgendwie auch gefühlt einmal im Monat. Ich benutze immer Washi-Tape für meine schöne gerade Linie. Es ist wieder eins leer gegangen. Ich habe aussortiert, weil ich glaube, ich diese Farbe nie benutzen werde. Also ich will nicht sagen nie, aber ich diese Stiftart nicht mag. Das sind diese Brow Pencils, die aber wie so ein Kajal sind. Der ist von Made by Mitchell, der war in der Mystery Box drin und der ist wirklich rot. Und der kommt auch ins Trashy, weil, ja, ich benutze die halt nicht. Was ich leer gemacht habe, ist von Essence der Prime Like a Boss. Ja, genau, die Eyeshadow Base. Mag ich sehr. Ist eine super günstige Eyeshadow Base. Wenn ihr es nicht braucht, dass ihr irgendwelche Äderchen oder sowas abdecken wollt und einfach nur einen gut haltbaren Primer haben wollt, auf dem euer Augen-Make-up lange hält, holt euch dieses Teil, das ist so gut. Und dann habe ich mir die ersten vier Lidschattenpaletten aussortiert und wahrscheinlich sortiere ich heute noch mehr aus, was ich euch gar nicht zeigen werde, weil die direkt ins Trashy wandern, das steht hier nämlich noch. Unter anderem von Elf, dieses kleine Quattro, total schön, aber ich mag keine Quattros. Dann von Ciate, das Everyday Vacay, die Lidschattenpalette, die habe ich glaube ich nur geswatcht. Ist eigentlich total schön. Ich glaube, das packe ich mal in ein Verlosungsvideo. Obwohl, habe ich da eine Lidschattenpalette drin? Ich packe es erstmal ins Trashy. Wenn es zurückkommt, geht es eventuell nochmal in eine Verlosung. Habe ich wirklich nie benutzt. Welche ich benutzt habe, jetzt aber einfach festgestellt habe, hypt mich doch nicht mehr so langfristig gesehen, weil mir die matten Farben nicht zusprechen. Die Schimmertöne sind wunderschön. Das ist die I Heart Revolution Galactic Eyeshadow Palette. Super schön von den Schimmertönen. Ich glaube, die habe ich mir sogar im Urlaub auf Kreta geholt, aber irgendwie hypt sie mich nicht mehr. Genauso wie mich, die habe ich mir im Angebot geholt bei Purish. Ich glaube, da haben sie alle nur 5 Euro gekostet. Von Catrice die Ariel Eyeshadow Palette. Und ich muss sagen, also
bei dem Farbschema, wenn ich Ariel sehe, würde ich Rot erwarten, ich würde Wasserfarben erwarten und ich würde vielleicht noch Lila erwarten, so als Farbschema, ne? Oder ihre blauen Augen meinetwegen mit dem und eben von ihrem Schwanz. Das wäre das Farbschema, was ich für so eine Palette erwarten würde und ja, das ist das Farbschema. Also bis auf diese drei Farben, die wirklich nice sind und das Rot hier oben, finde ich sie so langweilig. Die Qualität ist gut, ne? Ist Catrice, die können qualitativ gute, aber hype mich nicht. Deswegen gehen die beide schon mal weiter. Das hatte ich euch schon mal erzählt, ich habe es aber nicht gefunden, ich habe es jetzt wieder gefunden. Aus der Villains LE mit Catrice, ich glaube es war Catrice, ja. Das Cruella Hydrating Fixing Spray hat mir sehr gefallen und vor allem, dass das hier unten ein Glasflakon war, kann gerne wiederkommen im Standardsortiment. Sehr, sehr gerne, war wirklich gut. Einzig der Pumpkopf war scheiße, habe ich umgefüllt. So, ich habe aussortiert Mascara. Und zwar einmal den False Lash Effect Mascara von Max Factor in Black Brown. Es kommt nichts auf die Augen oder auf die Wimpern. Ich fand irgendwie die Idee mit Braun. Also ich habe den aus Versehen gegriffen und dachte dann aber so, ach Mensch, ist ja eigentlich eine ganz coole Idee. Und das Bürstchen ist auch voll meins, aber es kommt nichts auf die Wimpern. Es sieht aus, als hätte ich mich nicht... Und ihr wisst, ich habe immer so, also meistens, sehr auffällige Augenlooks und da brauche ich ein bisschen mehr. Deswegen geht der weiter. Der Aieko Rock Out and Lash Out Mascara geht auch weiter. Hat mir auch gar nicht gefallen. Cooles Packaging. Zudem hatte ich euch auch ein Reel abgedreht, glaube ich. Der Lash Like a Boss Instant Volume and Length Mascara von Essence. Gefällt mir nicht. Ebenso wie der Long Lash Lengthening Mascara von Real Love Revolution. Ist halt alles so natürlich, ne? Also für dieses No-Make-Up-Look ja, ansonsten nicht. Double Trouble war kein Double Trouble, muss ich euch auch so sagen. Deswegen geht der jetzt auch weiter. Der hatte so eine ganz interessante Bürste. Vom Gedanken her eigentlich ganz spannend. So ganz leicht gewölbt. Oben ganz kurze, unten etwas längere. Und ich glaube, der Gedanke war wirklich, dass ich erst meinetwegen mit den kurzen Länge mache. Das hat auch super funktioniert. Aber diese untere Seite hat nicht gegriffen, mit dem man ja eigentlich dann verdichten sollen würde. Deswegen leider durchgefallen. Der Lash Changer Volume Mascara von Catrice ist leider auch durchgefallen. Gehen alle ins Trashy. Und wenn die keiner will, in den Müll. So, dann habe ich Lippenprodukte raussortiert. Einmal den schrecklichsten Lip Liner auf der ganzen Welt. Der sollte eigentlich so einen schönen Braunton haben. Müsst euch aber eher vorstellen, es ist das Braun mit diesem Gelb gemischt. Es ist grün auf den Lippen. Blech. Ich packe es ins Trashy. Ich ahne, dass das keiner rausnimmt, aber vielleicht steht es ja jemand. Deswegen packe ich es rein. Den hatte ich auch aus dem Trashy selber rausgenommen von Sephora. Ein Intense Lip Lacquer. Ich trage so eine roten Töne nicht. Geht also wieder rein. Vielleicht freut sich noch jemand. Das habe ich euch auch schon im Boxen-Review gezeigt. Den Meet Matte Matte Uges Long Lasting Liquid Lipstick hat Menthol drin. Ist jetzt kein plumpiger, also soll nicht plumpen, aber brennt halt ein bisschen. Gleicher Grund, warum der von Sephora aussortiert wurde, der Baby Gloss. Es ist halt einfach ein so krasses Rot. Es ist wirklich richtig gut pigmentiert, also ähnlich wie die Lifter Glosse von Maybelline, aber die Farbe trage ich halt einfach nicht. Von Revolution habe ich eine Farbe aussortiert, die mir einfach viel zu hell ist, nämlich der ja, Matte Liquid Lipstick in der Farbe Baby. Aber ist halt mir einfach zu hell. Ihr seht, ich trage eher dunklere. Den hatte ich mir bei Richards geholt und der ist eigentlich ganz cool. Hier ist ein Knopf, wie man sieht, und wenn ihr den drückt, kommt das hier oben raus und das ist so ein leicht gefärbter Pflegestift. Ich habe ihn halt einfach nicht benutzt und deswegen packe ich ihn jetzt ins Trashy. Das war auch so ein Impulskauf. So, das letzte, was ich aussortiert habe und dann sind wir fertig. Ich sitze hier schon wieder eine ganze Weile. Sind falsche Wimpern und zwar welche, mit denen ich mich ausprobiert habe. Die jetzt aber, wie gesagt, wegkommen, weil ich sie schon ausprobiert habe. Die neu waren, haben jetzt alle meine Nachbarin bekommen. Und ihre Tochter, die haben sich sehr über ein Riesenpaket quasi gefreut. In diesem Sinne, liebe Grüße, Anni, falls du meine Videos schaust. Ja, das sind einmal von Essence, die Lash to Impress. Beide haben übrigens ein Glue mit drin. Ich fand irgendwie ganz cool, weil die halt so nur so drei Viertel oder halbe waren. Ich bin halt ein Dummi, was Wimpern ankleben angeht. Ich krieg das nicht hin. Und von Allure London, die Olesia, die hatte ich auch mal drauf. Aber also, das sieht bei mir halt aus, als wäre ich eine 5-Jährige, die versucht, sich Wimpern aufzukleben. Ich kann das halt einfach nicht. Dann doch lieber, und ich habe halt wirklich die ganze Zeit was im Auge, es nervt mich richtig, dann doch lieber richtig. So, wir sind durch. Halleluja.
Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du eines dieser Produkte selbst kennst und magst oder vielleicht nicht magst. Vielleicht hast du auch eine andere Meinung. Es sind alles nur so einfach meine Meinungen. Sachen, die bei mir nicht funktionieren, können natürlich bei dir funktionieren. Ist klar. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal freuen, damit wir hier weiter wachsen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit den aufgebrochenen und ausgedehnten Videos. Hier geht's zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!